Uhr. Lieutenant Reynolds, es ist 17 Uhr. Ein Traum. Nur ein Traum. Es ist 17 Uhr. Danke, Computer. Ich bin wach. Computer, ein Ractagino. Doppelt stark. Computer, gib mir einen Status-Report. Irgendwelche Vorkommnisse, während ich geschlafen habe? Sind Nachrichten reingekommen? Negativ. Es gab keine Vorkommnisse innerhalb der vergangenen 90 Minuten. Es sind keine Nachrichten für Sie verfügbar. Wie lange noch bis zu unserem Ziel? Bei jetzigem Kurs und Geschwindigkeit werden wir Deep Space Nine in 2 Stunden und 13 Minuten erreichen. Na endlich. Wird doch Zeit, dass ich wieder unter richtige Leute komme. Computer, erstelle eine neue Nachricht. Adressieren an Kendra und Cassandra Reynolds. Archer City, Berengaria 7. Nachricht bereit. Erwarte Eingabe. Hallo Mom. Hallo Schwesterchen. Vielen Dank euch beiden. Die letzten Tage mit euch waren wunderbar. Die alte Gegend mal wiederzusehen. Ha! Und die Drachen. Das habe ich nach den letzten Monaten echt gebraucht. Tut mir leid, dass ich nicht allzu gesprächig war. Aber der Krieg, vor allem die letzten Wochen, steckt mir noch tief in den Knochen. Dieses ewige Abschlachten. Nicht zu wissen, ob man den nächsten Tag erleben wird. Das Verlieren von Kollegen. Von Freunden, mit denen ich zusammen auf der Akademie das Zimmer geteilt habe. Ich konnte nicht mit euch darüber reden. Ihr habt mich gedrängt, die Sternflotte zu verlassen. Doch das kann ich nicht. Nicht nach dem, was ich erlebt habe. Einige Wochen vor der Schlacht um Cardassia waren wir auf einer Patrouille und scannten nach Aktivitäten des Dominions. Wir näherten uns dem Ende unseres Suchmusters und freuten uns auf eine wohlverdiente Pause auf DS9. Doch aus einem erholsamen Abend bei Vic Fontaine wurde nichts. In diesem Moment ziehe ich also mein eigenes Maclet und sage, das nennen Sie ein Maclet, das ist ein Maclet. Elias, Elias. Irgendwann wirst du noch mit einem Dreh-Tack im Rücken aufwachen, wenn du dich nicht endlich von den Klingonen fernhältst. Und wer darf die Sauerei denn da wegmachen? Dein guter Freund, Decker. Das ist wie damals bei dem Lehrgang auf Kronos. Ich sage dir... Wir wurden vollkommen überrascht. Die Jem'Hadar hatten sich in einem nahegelegenen Nebel versteckt. Als wir in Reichweite kamen, sprangen sie auf Warp und griffen uns an. Wir kämpften wie wild und schafften es schließlich, die meisten Jem'Hadar zu zerstören. Doch der Preis war hoch. Maschinenraum, Statusreport. Sir, Lieutenant Reynolds hier. Wir haben hier unten eine Menge Verluste. Rakes, Saltok und Meyer sind tot. Antriebe, Waffen und Sensoren. Alles ist ausgefallen. Die Lebenserhaltung läuft nur noch über das tertiäre Backup. Sir, wir könnten hier unten wirklich Hilfe gebrauchen. Wo ist der Chief? Ganz ruhig, mein Sohn. Ohne Sie hätten wir das Schiff nicht zusammenhalten können. Doch, Sie müssen da unten noch etwas durchhalten. Chief Franklin und alle anderen, die beim Angriff auf der Steuerbordseite von Deck 2 waren, sind tot. Oh Gott. Sir, was sollen wir... Ich meine, wie geht es jetzt weiter? Nun ja, wenn wir überleben wollen, brauchen wir den Warp-Antrieb.
Und da ich informiert sein möchte, wenn unsere Gemma-Da-Freunde Verstärkung erhalten, genießen die Sensoren höchste Priorität. Damit beauftrage ich Sie. Sir? Lieutenant Reynolds, Sie sind derzeit der ranghöchste Offizier da unten. Ich befördere Sie mit sofortiger Wirkung zum Chefingenieur. Jawohl, Sir. Ich werde mein Bestes tun. Sicher werden Sie das. Sie sind Sternflottenoffizier und wurden für solche Situationen ausgebildet. Bringen Sie einfach den Antrieb und die Sensoren wieder in Gang und wir sind im Nu hier raus. Ich schicke Ihnen jedes verfügbare Crewmitglied mit technischer Ausbildung. Brücke Ende. Im Nu wieder raus? Der weiß ja gar nicht, wie es hier unten aussieht. Was sollen wir jetzt tun? Wir geraten jedenfalls nicht in Panik. Lass uns loslegen. Du hast den Mann ja gehört. Wir wurden für sowas trainiert. Ja, da bin ich ja beruhigt. Aber ich will jetzt lieber auf Riser. Ach, wie hießen Sie noch gleich? Eliane oder Rana. Ich sag dir, wenn wir das hier lebend überstehen, buche ich uns den ersten Flug. Die Zukunft der Crew lastet also praktisch auf meinen Schultern. Glücklicherweise hatte ich vor lauter Arbeit kaum Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Um einer Entdeckung weiterer Gemma-Da-Schiffe zu entgehen, verlegten wir unsere Position mit letzter Kraft der Manövriertriebwerke in genau den Nebel, in dem sich zuvor unsere Gegner versteckt hatten. In dieser relativen Sicherheit machten wir uns daran, das Schiff notdürftig zu reparieren. Es folgten die längsten 7 Tage meines Lebens. Schließlich war ich soweit, die von allen lang erwartete Meldung zu machen. Reynolds an Brücke? Lieutenant, hier Blair. Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten. Aye, Sir. Unsere Basteleien finden Sie zwar nicht im Ingenieurshandbuch der Sternenflotte, aber wenn uns keine weiteren Gemma-Da-Besuch abstatten, sollte Warp 2 kein Problem sein. Denke ich. Denken Sie? Ja, entweder wir gehen auf Warp, sobald Sie Energie sagen, oder... Oder? Tja. Entweder wir gehen nochmal auf Warp, oder man wird das Feuerwerk noch bis in den Delta-Quadranten sehen. Verstehe. Ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Reynolds, aktivieren Sie den Warp-Antrieb. Aye, Sir. Ach, und Reynolds? Sir? Wenn wir das hinter uns haben, werde ich Sie wohl erneut befördern müssen. Brücke Ende. Das letzte Dominion-Schiff. Es schien, wurden sie mit ihren Reparaturen etwas früher fertig als wir und folgten uns in den Nebel. Unsere Sensoren arbeiteten nur mit Minimalenergie. Wir haben sie einfach nicht kommen sehen. Zu guter Letzt schlugen wir sie zurück. Doch der Preis war hoch. Jacob starb. Der erste Tote unter meinem direkten Kommando. Brücke an Maschinenraum. Maschinenraum, bitte kommen. Captain, hier Reynolds. Ich höre. Mr. Reynolds, wie ist Ihr Status? Haben wir Warp-Antrieb? Fenrich Drake, Sir. Er ist tot. Verstehe. Aber, Mr. Reynolds, was macht der Warp-Antrieb? Eine defekte Warp-Plasma-Leitung. Geschädigt während des Angriffs. Das war es, was Fenrich Drake getötet hat. Das und meine Unachtsamkeit. Mr. Reynolds. Elias, bitte hören Sie mir zu. Ich verstehe, wie Ihnen zumute ist. Aber ich brauche Sie jetzt. Jeder auf diesem Schiff braucht Sie jetzt. Das Dominion kennt nur unsere genaue Position. In wenigen Minuten wird es von feindlichen Schiffen hier nur so wimmeln. Also, frage ich Sie noch einmal.
Wie ist der Status des Warp-Antriebs? Ich verstehe, Captain. Ja, Captain, der Antrieb wurde während des letzten Angriffs nur leicht beschädigt. Moment, ich leite die Energie um. Ja, der Warp-Antrieb steht zur Verfügung, aber mehr als Warp 2 würde ich wirklich nicht empfehlen. Ich habe verstanden. Gute Arbeit, Dalton. Sie haben uns allen das Leben gerettet. Und Reynolds? Das mit Fenrich Drake tut mir leid. Danke, Captain. Wir sprechen uns, wenn wir zurück auf DS9 sind. Brücke, Ende. Jacob starb. Einer meiner besten Freunde. Doch wir anderen überlebten. Nach 2 Tagen ohne jeden Feindkontakt dockten wir schließlich an DS9 an. An diesem Abend saß ich in der Bahnstation und schwor mir, Jacobs Opfer und das Opfer aller Besatzungsmitglieder der Viking niemals zu vergessen und sicherzustellen, dass ihr Tod nicht umsonst war. Und zwar nämlich weiter mit all meinen Mitteln für die Werte der Föderation und der Sternenflotte kämpfe. Für Frieden, Sicherheit und Kooperation der Völker der Galaxis, so wie sie es ebenfalls getan hätten. Die Sternenflotte braucht jeden Offizier, gerade jetzt nach diesem schrecklichen Krieg, der uns alle so viel gekostet hat. So, nun wisst ihr, warum ich mich dafür entschieden habe, in der Sternenflotte zu bleiben. Ich hoffe, ihr versteht meine Entscheidung nun etwas besser. Ich erreiche gleich Deep Space Nine. Mein neues Schiff, die USS Euderion, wird mich dort bereits erwarten. Es soll ein gutes Schiff sein, mit einer feinen Besatzung. Ich freue mich auf meinen neuen Posten. Ich melde mich, sobald ich mich eingelebt habe. Bis dann. Computer, sichere die Nachricht und schicke sie direkt ab. Deep Space Nine, Anflugkontrolle an den anfliegenden Runabout. Bitte identifizieren Sie sich. Hier Lieutenant Elias Reynolds an Bord des Runabout Spree. Sicherheitscode Reynolds 37P Gamma. Ich bringe Ihr neues Schiff mit besten Empfehlungen des Sternflottenkommandos. Nach der Landung habe ich Befehl, mich auf der USS Euderion zu melden. Ah ja, Lieutenant Reynolds. Vielen Dank für den neuen Runabout. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. Runabouts können ja auf Dauer etwas ungemütlich werden. Was Sie nicht sagen. Aber ja, der Flug war aufschlussreich. Ich hatte einige Zeit, über einige Sachen nachzudenken. Ja, wie dem auch sei. Admiral McElroy und Commander Harriman werden Sie an der Andockbucht Beta erwarten, sobald Sie gelandet sind. Sie haben volle Landefreigabe. Willkommen auf DS9, Lieutenant. Vielen Dank. Ich freue mich, wieder hier zu sein.